So, panische Tanzmusik, um sich hier rüber ganz vorsichtig zu bauen. Ich meine, vorsichtig rüber zu bauen. Wir haben auch keine Fackeln dabei. This gonna be good. Das Lava, this is gonna be good. Entspannte Tracks. Ja, die Steine klingen irgendwie so hohl. Kommt mir bekannt vor. Das ist nur eine Sicherheitsabschirmung. So, ich glaube, unter uns war jetzt nichts weiter. Also schon war es nämlich Steine, denn wenn da nichts weiter wäre, würden wir jetzt runterstürzen. In die Lava, weil du... Oh, da ist nichts. Ja, geil. Ich brauche mehr Eisen. Wenn du Erdbeer hättest oder eben Pfirsich. Butter oder ohne Butter aufs Brötchen. Butter muss schon rauf. Vor allen Dingen so zerlaufene Butter. Denn ansonsten ist es halt nur ein Brötchen. Oder was man auch immer nimmt. Hey, da ist noch mehr. Mit Marmelade. Das fiel aber weit runter. Mensch, wenn wir jetzt Gravel... Oh. Wusste doch, ich habe Zimbels gehört. Rocket, Baby! Nein, mein Lieblingstänzer. Ich glaube, die wollen gar nicht rüber. Das ist natürlich der integrierte Tanzmod. Mit zur Sicherheit, ne? Haben wir da noch was? Ein Creeper! Ja, ja, jetzt spawnen sie alle. Das ist rein zufällig. Nacht. Die sollten ja eigentlich auch solo spawnen, aber... Aber Ende des Satzes. Ja. Das andere Eisen ist wahrscheinlich in die Lava gefallen, als es dann vom Gravel weggedrückt wurde. Also lassen wir das Ganze einfach mal so sein, wie es ist. Zwei Eisen, das hat sich gelohnt. Tschüss, Zombie. Zombie, Mann. Die können keine Leitern klettern, ne? Zombies sind zu doof. Die kommen hier nie hoch. Man wird ja wohl noch hoffen dürfen. Wenn die nicht mal ihren Weg gefunden haben. Es ist Nacht. Hey. Gut, dass ich mir hier kein Bett gebaut habe. Na gut, das würden wir überleben. Ist nur eins Skelett. Au. Allerdings bin ich im Wasser. Au. Danke für den Damage Boost. Jetzt, ich mache jetzt Speedrun draus. Jetzt Speedrun ein Spiel ohne Ziel. Deswegen muss man sich ein Ziel bei solchen Spielen setzen. Ab ins Bett. So I will vanquish you. Oh. Der schlimmste Feind des Bettes. Monster. Doch es ist eine Hassliebe. Der schlimmste Feind der Monster ist das Bett. Denn hier ist aber nichts. Also und wenn... Also der ist ja weit weg. Der andere, der da gleich von links kommt. Der ebenfalls. Ach Gott, das will ich nochmal. Ich hab ne tolle Idee. Das ist ja wie beim... Das ist ja wie zu Halloween. Süßigkeiten, 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 Süßigkeiten. Ich hab doch nichts. Andererseits. Hier, bitteschön. Ich hab doch nichts weiter. Geht, geht. Oh nein, das war das salzige Popcorn. Die Kinder wollen süßes Popcorn. Ja, den alle Achievement Speedrun auf AGDQ habe ich mir auch angesehen. Den fand ich ziemlich gut. Du hast das Inventar geöffnet. Yay. Wann ist es eigentlich Tag? This could take a while. Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Das kann raus, das kann raus. Das braucht doch... Moment mal, kann man daraus nicht Farbe machen?
Kaktus-Screen. Danke, liebe Mods. Oh, daraus kann man nichts machen. Hier, das ist was ganz Süßes. Grün ist die Farbe der Süßigkeit, was? Aus was könnte man noch... Oh, weitere Samen. Aus was könnte man noch Kaktus-Screen machen? Ich könnte einfach mal nachsehen. Eelgrass. Amatoceros mutacinensis. Baseball-Bat-Kaktus. Echinocereus meteren... Viel mehr. Aber fast alles, was grün ist. Moment, das eine hatte ich schon mal gesehen. Aber das hier nicht. Oder ich hab's weggeworfen. Ja, hier. Königsorchideen, Common Mistletoe. Ist alles umgewandelt. Light Gray. Super, dann brauchen wir nur noch Rot. Und dann können wir anfangen, ein schönes Beet hier in der Tundra zu bauen. Das könnte rot sein. Bist du... Das ist orange. Verdammte Natur und ihre mangelnde Farbvielfalt. Curse you. Ich konnte Evolent 2 nicht durchspielen, denn zwischendurch wurde es echt schlecht. Einige Passagen sind viel zu lang gezogen. Ja, kein Rot. Dann müssen wir am nächsten Morgen nochmal raus. Wie schön, dass es bald morgen ist. Jetzt haben die Kinder auch noch ihre Freunde gerufen. Und sie schmarotzen von meiner Musik. Oder essen Süßigkeiten. Ja, XCOM 2 habe ich privat weitergespielt. Und obwohl ich es auf normal weitergespielt habe und dann auch nochmal von vorne angefangen habe und dann wieder von vorne angefangen habe, ist der normale Schwierigkeitsgrad doch ziemlich hoch. Also schwierigkeitsgradmäßig. Deswegen werde ich es wahrscheinlich demnächst noch mal privat auf leicht spielen. Um zu schauen, was man noch so alles freischalten kann, wer mit Gegnern umzugehen hat und so weiter. Das reicht für eine weitere Iron Ho. Ho ho ho. Fröhliches Anbauen. Jetzt müsste es halt nur noch Tag werden. Ich kann nicht ins Bett. Nicht so lange die Monster hier rumstreuern. Falsche Jahreszeit, Kinder! Geht nach Hause! Auf die Finger hau ich dir! Finger weg, das ist meine Haustür, das ist Privateigentum! Und dann schlage ich dir die Finger ab! Der Boden sieht auch immer noch nicht ausgetauscht aus. Die Leute brennen gleich durch. Geht doch einfach weg! Also, nicht ihr. So, Kohle. Ach komm, die Kohle, die bleibt jetzt erstmal im Ofen. Damit ich genau weiß, wo die Kohle ist. Nämlich im Ofen. So, die Kinder denken jetzt, wir sind auf der anderen Seite, aber das sind wir gar... Oh. Die haben ja Hüte, ich vergaß. Diese verdammten Kids und ihre neumodischen Hüte. Verdammte Mordetrans! Die sind unser aller Ende. Das war ein Piranha! Wir haben die Piranhas, Schrammer, wir müssen mal was dagegen tun. Gegen den einen Piranha. Wir müssen uns verbünden. Du darfst dann auch mal schneller wachsen. Moment, 29%. So, drei Stück. Mit drei Stück können wir drei Weizen anbauen. Wieso leckt das dann immer? Vor allen Dingen, das ist ein Server. Der Server übernimmt alle Rechenleistung. Das ist halt wie eine komplizierte Redstone-Vorrichtung, die ich hier reinhacke. In dieser Welt würde ich alles töten, sogar das Essen. Es wäre nur schön, wenn mein Essen mal wachsen würde.
Baby-Zombies, die wollen dann ja auch fressen. Die kann man ja rein theoretisch auch fressen, ne, mit dem Rotten Flesh. So, ja, jetzt aber zurück zu dem, was wir eigentlich machen wollten, nämlich Rosenrot suchen. Du bist nicht rot. Ihr seid alle blau. Das sieht sehr orange aus, aber wir werfen mal einen Blick drauf. Volugumfus ist giftig. Dann zurück mit dir, wo du hergekommen bist. Ja. Chestnuts. Das heißt, wir können daraus neue Bäume machen. Australian Boo Bug Bugle. Nicht essen, um Himmels Willen. Hier wachsen anscheinend Hunde. Da wachsen Schafe in den Bäumen. Trotzdem sehe ich noch kein Rosenrot. Ich brauche nicht mal viel, nur zwei. Zwei würden schon reichen. Eins würde sogar schon reichen. Wie viele Schafe hier sind. Wir brauchen demnächst mal eine Schere. Ich habe eine in der Kiste. Das muss die Grenze von Minecraft sein. Hier kommen wir nicht weiter. Königsorchideen. Achso. Das habe ich mehr oder weniger umsonst umgebracht. Kill, kill, kill. Hier, fast dran vorbeigelaufen beim Chat lesen. Ups. Kann man die vielleicht auch vervielfältigen? Moment mal, ja, mit Bone Meal kann man sowas vervielfältigen. Quasi vervielfältigen. Dank Bone Meal wächst ja alles. Einfach so. Gut, mehr brauchen wir gar nicht. Zwei reichen mir erstmal. Und den Rest pflanzen wir in unsere Nähe, damit es da richtig hübsch aussieht. Damit wir auch was fürs Auge haben. Laufen wir jetzt in die richtige Richtung oder habe ich mich gerade geirrt? Mal sehen, da ist ein Schaf, ein Pilzschaf. Ja, wächst aus dem Boden. Aber wir müssen uns ja einfach nur an den großen Gebäuden der anderen orientieren. Ah! Wenn man vom Teufel redet. Der Teufel bist du. Du Gebäude da. Du! Was haben wir denn hier? Flachs! Das war in der Tat Flachs. Ich glaube, das habe ich schon in der letzten Episode versucht abzubauen. Die klassischen Eispferde. Die klassischen Haare im Auge. Dwarfelder. Es ist mir eine Ehre, Herr Zwergenältester. Lassen Sie sich auf die Wange klopfen, Bob. Oh, Cactus Green. Danke, Ältester. Es war mir ein Vergnügen. Doch, ja, Moment. Chestnut. Und wir haben einen Chestnut-Setzling. Wir sollten hier mal ein paar Bäume fällen, damit wir mehr Platz haben. Beziehungsweise, das würde ich sowieso alles in die Tundra werfen. Plains Forest. Gut, dachte ich mir. Ja dann, auf zum Crafting Table. Popcorn. Oh, du nahrhafte Nahrungsergänzung. Nom, 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 nom. Dann brauchen wir jetzt nur noch ein bisschen Glas, was wir hier haben. Ein paar Flaschen. Die erste sitzt ja schon vom Computer. So, zwei Glasflaschen. Halt. Zwei mehr. Kaktusgrün. Und wir haben Soil-Test-Kits. Super, dann können wir jetzt langsam anfangen, das da draußen wieder nach hier rein zu holen. Also nicht direkt hier rein, aber nach hier. Na, hier. Apiari wollen wir noch bauen. Ach, wir wollen so vieles bauen. Apiari. Hier. Dazu bräuchten wir Leder, beziehungsweise das hier. Das ist Jute. Und um an Jute zu kommen, braucht man Jute Stalks. Und die findet man. Ah, genau, die Large Fern. Die Large Fern, die wachsen, ich glaube, in Nadelwäldern. Ja. Damit können wir auf künstlichem Wege Leder erzeugen. Das ist eine total coole Sache. Ups. So, jetzt gehen wir erstmal in den Wald und holen uns die Bodenprobe. Denn wir sind Wissenschaftler. Das Jute-Jute. Ja, das kann man so sagen. So, Wald. Damit haben wir
eine Probe aus dem Wald. So, das andere heben wir uns mal auf, vielleicht für einen Dschungel oder so. Wo auch immer hier ein Dschungel sein soll. Oder irgendwas anderes. Eine Bodenprobe zum Beispiel aus der Wüste brauchen wir natürlich nicht. Denn da wächst ja sowieso nichts. So, ist hier schon irgendwas fertig. Also ich lasse es erstmal hier wachsen. Denn es wäre ja blöd, wenn das Ganze einfach nur von vorne anfängt. Nee, dann wächst das jetzt hier noch ein bisschen. Wir können ja noch schauen, ob wir weitere Früchte finden. Ich bezweifle es allerdings. Ach, wenn du da stehen würdest, wie lange die brauchen. Wir könnten aber wahrscheinlich auch mit Bone Meal ein bisschen nacharbeiten. Und es gibt hier auch einen veganen Ersatz für Knochenmehl. Nämlich... Diggs. Kurz nachgucken. Ich glaube, das hieß einfach nur Kompost. Also es gibt hier Kompost und Kompostblöcke. Und es wird wieder Nacht. Hoffentlich kommen diesmal keine Kinder zu Besuch. Ich schlaf gerne im oberen Bett. Aus Glas. Sehr transparentes Glas. Ja. So, gut. Dann suchen wir uns mal einen Ort, wo wir unsere kleine Farm starten können. Mal sehen, hier ist unsere Tür. Da kommen wir so raus und sehen so, was für ein wundervoller Tag. Alles vereist und da ist ein Hügel und wir könnten aus der ganzen Schneise hier eine Farmschneise machen. Das ist eine Menge Platz. Ist allerdings zu weit weg. Da muss irgendwas anderes hinkommen. Es sieht schon so aus, als ob da ein größeres Bauwerk stehen könnte, was sicherlich niemand machen möchte. Denn wir wollen natürlich einigermaßen natürlich bleiben. So wie die da drüben. Sehr natürliches Haus. Das ist kein gutes Gebiet, so im Nachhinein gesehen. Aber gut. Ich hab ja gerne ein bisschen Herausforderung und ich liebe in Minecraft die Tundra. Es schneit dort nämlich immer. Es ist am schönsten, wenn es schneit. Und das war's eigentlich. Und alles ist weiß. Und brennt dann so richtig schön in den Augen, wenn man es ohne Beleuchtung im Dunkeln spielt. Und auch immer kein Fußboden.